Hola muchachos und herzlich willkommen zu einer weiteren Woche und einer weiteren Aufnahmesession von unserer großartigen Tropico 6, wo wir vielleicht diesen Monat tatsächlich mal anfangen, unser großartiges Tourismus-Imperium zu errichten. Bin mir zwar noch nicht so ganz sicher, wie wir da am besten anfangen. Was ich mich gerade gefragt habe, wir haben ja gerade... Es ist ja gerade, in unserem Spiel ist ja gerade August 2032 und ich frage mich gerade so ein bisschen, dass wir hier so viele rote Bäumchen haben. Hat das was damit zu tun, dass wir jetzt im Herbst sind? Oder hat das eventuell irgendwas damit zu tun, dass wir im richtigen Leben gerade im Herbst sind? Oder besteht da überhaupt irgendein Zusammenhang? Ist zwar nur eine Kleinigkeit, die mir gerade so ein bisschen ins Auge gesprungen ist, aber antworten natürlich immer gerne in die Kommentare. Die Verstopfung ist gelöst, komplett gespült und gewischt. Der Schuster ist nicht kompromittiert. Kryptologie soll den Ziffernausschnitt abbrechen und sagt meinem Kontrolleur, dass ich Kresse auf meinem Croissant möchte. Und wir schicken hier wieder den Helikopter los. Das funktioniert nämlich tatsächlich ganz gut. Und soweit ich das sehen kann, kostet uns das auch kein zusätzliches Geld oder irgendwie sowas in der Art. Ist halt einfach so ein bisschen Mikromanagement. Keine Kokospalmen mehr. What ist denn hier los? Wieso sind die wieso können eigentlich die Ressourcen von einem Kokosnussernter erschöpfen? Wachsen die Palmen nicht immer wieder nach? Hier, verringert die Zeit, die Kokosnüsse zum Wachsen benötigen um 50%. Wie kann denn das passieren? Und habe ich die Möglichkeit, da irgendwas gegen zu machen? Kontakt. Genosse, sichern Sie diese Kommunikation. Ich werde die kodierten Anweisungen in Kürze übermitteln. Nutzen Sie Codebuch Orange, um sie zu entschlüsseln. Es sei denn, das erste Wort ist Rot, dann müssen Sie Codebuch Blau benutzen. Hoffentlich habe ich mich klar ausgedrückt. Schließen Sie den Überfall sabotierende Westmächte ab. Ja. Ich kann ja die Forderung einfach mal annehmen. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich sie dann tatsächlich auch erfülle. Ne? Mir ist übrigens mitgeteilt worden, dass ich mich vor dem Ostblock tatsächlich gar nicht so zu fürchten brauche. Wir haben nämlich in unserem bescheidenen kleinen Inselreich hier durchaus eine beachtliche Militärkraft aufgebaut. Und wir haben ja auch noch unsere Alliierten von den Westmächten, die uns da wohl bei einer potenziellen Invasion durch den Ostblock zur Seite stehen würden. Ja, die große Frage ist, was machen wir mit dem hier? Also abgesehen davon, dass wir den theoretisch erstmal ausschalten könnten, wenn er nichts mehr kostet. Das geht irgendwie, das habe ich gesehen. So, der da oben, der hat noch, aber der hier unten hat keine mehr. Kann man denn... Es wäre cool, wenn ich irgendwie Palmen pflanzen könnte. Warum habe ich die Möglichkeit nicht? Das ist voll doof. Kann ich mir da mal ein Inforaster zu anzeigen lassen, bitte? Nutzpflanzen, Mais, Zucker, Kakao, Tabak. Banane, Ananas, Kaffee, Baumwolle, Gummi. Nee. Kokosnuss. Kokosnuss ist vor allem ist der Kokosnuss da oben. Wir haben hier kaum noch Kokosnüsse. Und der hat einfach keine Kokosnüsse mehr. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig für den Kokosnussmenschen. Aber das ist letztendlich ist das auch nicht so eine schlimme Sache. Der zieht einfach um in ein kokosnussreicheres Gebiet. Warum hatten der jetzt keine Straßenverbindung? Das ist... Oh.
unglaublich. Das ist unglaublich, was die hier teilweise mit uns machen. So, hier, dann kriegt er wieder seine üblichen Upgrades. Okay. Bin nur noch am Überlegen. Forschung abgeschlossen, Touristenhafen. Und damit ist unsere Forschung für den Kalten Krieg schon mal fertig. Was natürlich auch bedeutet, ich kann jetzt entweder die Forschung komplett einstellen, die Gebäude stilllegen erstmal, solange wir sie nicht brauchen, oder wir sammeln halt schon mal Forschungspunkte für das nächste Zeitalter. Das hat ja die letzten Male eigentlich tatsächlich auch ganz gut funktioniert. Okay, so. Bungalow. Unterkünfte von guter Qualität mit einem Zimmer. Von Rucksacktouristen bevorzugt. Gäste müssen gut situiert oder wohlhabender sein. Strandvilla. Unterkünfte von hoher Qualität mit zwei Zimmern. Von Erholungstouristen bevorzugt. Gäste müssen reich oder wohlhabender sein. Hüttendorf. Touristenunterkünfte von guter Qualität mit sechs Zimmern von abenteuerlustigen Touristen bevorzugt. Gäste müssen gut situiert oder wohlhabender sein. Motel. Touristenunterkünfte von niedriger Qualität mit acht Zimmern. Gäste müssen gut situiert oder wohlhabender sein. Hotel. Unterkünfte mit hoher Qualität mit zwölf Zimmern. Von Erholungstouristen bevorzugt. Gäste müssen gut situiert oder wohlhabender sein. Also das sind erstmal die Touristenbehausungen hier. So unglaublich viel Touristenscheiß haben wir tatsächlich gar nicht, ne? Aussichtspunkt. Günstige Attraktion, die Spaß für besuchende Bürger und Touristen bietet. Besucher müssen gut situiert und wohlhabender sein. Souvenirladen. Bietet Spaß für besuchende Touristen. Besucher müssen gut situiert oder wohlhabender sein. Reisebüro. Bietet Spaß für besuchende Touristen. Besucher müssen gut situiert oder wohlhabender sein. Die antiken Ruinen, ja. Antike Ruinen können nur auf vorhandenen, unentwickelten Standorten antiker Ruinen errichtet werden. Bietet Spaß für Touristen, von Kultur- und Rucksacktouristen bevorzugt. Besucher müssen gut situiert oder wohlhabender sein. Und die ethnische Enklave bietet Spaß für besuchende Touristen. Besucher müssen gut situiert oder wohlhabender sein. Also so ziemlich alles, was zumindest hier unter dem Tourismusreiter uns zurzeit zur Verfügung steht, geht mehr in Richtung gut situiert als in Richtung reich. Das ist mir schon mal aufgefallen. So, ich würde sagen, wir bauen von allem etwas, wa? Fangen erstmal an mit Straßen. Was haltet ihr denn davon? Was zur Hölle ist das denn gewesen gerade? Wie hat er mich denn jetzt darüber geboxt? Oh Mann, da bin ich gerade hier so eine schöne gerade Straße gezogen. So. Jetzt sind wir da gleich mit an. Ja, hier können sie schön zum Strand. Hier werden wir natürlich Busse anbieten. Wäre ja nicht doof. Es gibt keine U-Bahn, hier gibt Busse. So. Dann fangen wir mal damit an. Ich muss da mal näher ran. Und zwar hier so ein paar Einzelbungalows hinsetzen. So, die müssen ja natürlich auch erstmal gebaut werden dann, ne? Die müssen da erstmal gebaut werden. Das dauert natürlich seine Zeit. Das irritiert mich immer noch. Hm.
Muss kurz gucken, dass ich das zumindest richtig rum hier hinstelle. So rum, ne? So, wir müssen dann natürlich um diese ganzen Tourismusgeschichten herum, müssen wir dann noch unsere normale Infrastruktur mit aufbauen hier. Ich habe gesehen, dass diese Dinger erhältlich waren und musste sie sofort sehen, Präsidente. Was sagen Sie? Dass ich kein Geld habe, um es mir zu leisten. So, weg. Zum Beispiel können wir hier oben schon mal für ein bisschen Sicherheit sorgen. Nehmen wir hier zwei Forts hinbauen. Ich mache immer gerne Geschäfte mit Ihnen, Präsidente. Ich werde mich um alle Vorbereitungen kümmern. Machen Sie sich keine Sorgen, besonders nicht darum, dass es unheilvolle Konsequenzen geben könnte. Vergessen Sie, dass ich das erwähnt habe. So, und so ein paar Wachtürme. Weil wir wollen ja hier so ein bisschen auf dieses gute alte Zeitding gehen auch, ne? Am Ende der Straße einer. So. Den Bonus wollen wir ja mitnehmen. Wir fangen erstmal an. Jetzt sollen die hier erstmal in Ruhe diesen ganzen Scheiß bauen. Da würde es natürlich erstmal dauern, bis meine Leutchen hier überhaupt herkommen, um zu bauen. Die müssten da erstmal rüberschippern, ne? Hier, diese Frachter, die bringen Bauarbeiter. Die Insel ist aber nicht so groß, dass ich hier einen eigene Bauarbeiter-Dings irgendwie bräuchte. Können wir nach hier hinten dann noch? Hier hinten könnte noch mal ein Fort, weil wir können ja bis zu drei Forts haben, ne? Aber immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Ich soll jetzt erstmal das aufbauen, was ich jetzt hier aufbauen will. Das braucht halt auch alles seine Zeit, ne? So viele Baubüros haben wir ja auch nicht. Das sind ja erstmal die Anfänge. Natürlich kommen dann auch noch Unterhaltungssachen hin und so ein Tourismushafen. Den werden wir letztendlich sowieso, wie war das? Anlegestelle ermöglicht Bürgern und Touristen das Besteigen von Booten. Okay. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt hier überall Tourismus helfen, aber ich brauche Anlegestellen. Damit die da auch überall hinfahren können. Wer hat denn hier schon wieder... Verwendet Baumwolle, verarbeitet Gummi. Wovon haben wir denn am meisten? Was produzieren wir denn? Wo kann ich das denn wohl sehen? Guck mal, unser aktueller Tourismusindex ist 17. Okay, Ressourcenübersicht. Wir hätten 4 Gummiplantagen. Wir haben nur eine Baumwollplantage. Okay, dann bleiben wir mal bei Holzspielzeugen, wa? Ich meine, ideal wäre es natürlich, wenn die sich das einfach aussuchen könnten. Wenn die das nehmen, was gerade kommt. Kostenlose, zufällige Blaupause errungen. Heiter bis wackelig. Das Erdbeben-Opera ist im Anmarsch und wird die Richterskala mächtig in die Höhe treiben. Ein Erdbeben, das ist natürlich unglücklich. Sorgt euch nicht, Präsidente. Diese Erschütterungen kündigen kein großes Beben an,
Es sei denn, ihr seht das anders. Allerdings habe ich gehört, dass Naturkatastrophen weniger loyal sind als Penultimo. Vielleicht sollten wir für einige Eventualitäten vorausplanen. Die teuerste Option wäre es, alle Gebäude zu verstärken. Alternativ kann eine Erdbeben-Notunterkunft die Bewohner einstürzender Gebäude retten. Alternativ sind Seismologen eine sehr kostengünstige Option, wenn es darum geht, Engagement vorzutäuschen. Nee, wir verstärken die Gebäude. Das wird wieder mächtig in die Finanzen gehen. Wumms. Ja, 70.000. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir wahrscheinlich Katastrophenhilfe kriegen, oder? Da wütet ein Feuer. Schicket den Hubschrauber. Wir haben tatsächlich auch ganz gut geplant. Die sind ja tatsächlich auch immer so relativ in der Nähe. Wow, $6.500 Katastrophenhilfe von den Westmächten. Was kostet die Welt? Eigentlich wollte ich ja gerade gucken, was wir für eine... ich finde das doof, dass die... dass mir nicht angezeigt wird, welche Dings ich ja gerade gekriegt habe. Naja, wir haben nur noch das Raumfahrtprogramm. Und den Flugzeugträger offen sowieso, ne? Ah, guck mal, der meckert schon wieder. Ja gut, der ist ja jetzt auch... Der ist ja anscheinend so tatsächlich falsch rum hier, ne? Sag mal, von welchem Feld aus? Von da. So. Aber hier die ersten Bungalows, die stehen schon mal. Das ist doch schön. Dieses kleine Haus, in dem kein vernünftiger Mensch leben wollen würde, wird in den Augen des Touristen zum rustikalen Bungalow. Perfekt geeignet für unbequeme Nächte. Aber upgraden kann man das nicht. Das ist schon mal gut zu wissen. Die ganzen Militärgebäude, die habe ich hier oben natürlich gleich erstmal im Vorfeld gebaut, damit, wenn irgendwelche Angriffe, sei es jetzt vom Ostblock oder von irgendwelchen Rebellen kommen, damit wir hier oben gleich irgendwelche Abwehrkräfte haben, ne? Erhöht die Feuerrate um 10%, solange der Arbeitsmodus auf die Barrikaden aktiv ist. Senkt die Unterhaltskosten um $5. Die Gefahr von Bränden ist reduziert. Erhöht die Effizienz aller Militär- und Verteidigungsgebäude innerhalb des Radius für militärische Stärke um 25%. Das vorsetzt Miliztruppen ein, wenn Miliz in der Verfassung festgelegt wurde. Das Arsenal auch. Die Versorgungsinstallation, falls die Gesundheitsversorgungszufriedenheit eines Arbeiters niedriger als 30 ist. Der Krieg mag kalt sein, aber das Wetter wird heiß, heiß, heiß! Bleibt dran für Kanal Unos Wetterbericht. Oh, ja, se calor! So, das müsste sich ja theoretisch dann schon im Touristenindex irgendwie... Okay, haben wir den Touristenindex 17 tatsächlich nur wegen der guten alten Zeit? Denn ansonsten anscheinend nicht sonderlich attraktiv, wa? Was wir als nächstes hier oben bauen, ist Feuerwehrpolizei. Nee, modernisiert wird hier nichts. Wir lassen das erstmal in Ruhe fertig bauen, dann kann das Beben sich auch noch ein bisschen ausbeben hier. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen Angeboten recht schnelle Entscheidungen. Und hier kommen ja auch noch so Sachen wie der Golfplatz und die Schnorchelbucht hin, was die Kapitalisten und die Umweltschützer fordern und sowas. Das bauen wir ja alles noch.
Ich habe tatsächlich gerade auch schon ein bisschen auf ein eigenes Raumfahrtprogramm gestielt, weil ich gesehen habe, dass wir da Forschung investieren können, die wir ja zurzeit quasi sowieso überproduzieren für Geld oder Zustimmung unter der Bevölkerung. Und eins von den beiden, das können wir immer gebrauchen, und von dem anderen haben wir gerade sowieso relativ viel.